dem Auto heraus. Ich bin gerade mal wieder in den Norden unterwegs, war was ganz Neues. Bin seit 5 Uhr morgens wach und seit 6 Uhr unterwegs. Wir haben es jetzt gerade 9:15 und ich muss noch gut 2 Stunden fahren. Und es regnet. Ein bisschen scheiße heute. Ich habe nämlich ein Kleid dabei, was ich gleich noch anziehen wollte. Bei Regen ein bisschen blöd. Aber was mache ich überhaupt im Norden? Diesmal bin ich nicht bei der Chrissy, sondern wieder wegen Kartoffelsalat im Film, im YouTuber-Film. Sogar dem ersten YouTuber-Film, der jetzt am Donnerstag ins Kino kommt. Und ich bin zur Premiere eingeladen in Heide, eben heute am 19. am Sonntag. Vielleicht haben die einen oder anderen das mitbekommen, dass in Heide jetzt so den ganzen Tag über im Kino ja schon Premiere ist und wo die ganzen Fans hinkommen können. Und in diesem Kino ist netterweise ein Saal freigelassen worden, nur für die Crew. Und deswegen werden wir heute dann da alle zusammen den Film sehen. Danach soll es eigentlich auch eine Feier geben auf dem Marktplatz, aber es regnet wie blöd. Ich hoffe, da haben die irgendwie auch dran gedacht, dass eben nicht nur Sonnenschein sein kann im Sommer, sondern auch Regen. Und ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht so viel, was da abgeht. Bei uns, ich glaube 14:15 Uhr, 14:45 Uhr oder so die Vorstellung. Und ja, ich freue mich, gucken, was passiert, gucken, was ich filmen kann. Und das war's eigentlich erstmal. Ich fahre jetzt weiter Auto und höre noch ein bisschen die 3 Fragezeichen. Also wir sind gerade im Kino und gucken jetzt Kartoffelsalat. Ja, und zwar nicht die komische Crew-Premiere, sondern ich bin jetzt einfach mal zu den Passanten gegangen, weil noch eine Karte übrig war. Ja. Dank dir. Guck mal, zeig das doch mal. Ja, ich habe mir was nachgemalt und die Nägel für Melina. Und dann gucke ich einfach gleich 2-mal den Film. Ich meine, warum nicht, ne? Ich freue mich so. Ja, das wird bestimmt ganz cool. Mal gucken, was es so witzig bringt, ne, der Film. Ich glaube, der wird cool. Er muss sie damit gemacht. Torge, stell dich doch mal deiner neuen Klasse vor. Ja, ich bin Torge Ulrich. Schönen guten Tag, schön, dass so viele da sind. Wir freuen uns ganz, ganz doll. Ja, ihr seid wirklich mit die Ersten, die sich den Film Kartoffelsalat jetzt angucken dürfen, bevor er dann am 23. startet. Und nicht weinen da unten, alles gut. ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ich gebe mal das Wort ab an den Regisseur des Films, Michael Pate. Ja, kleiner Hinweis an euch. Hinterher findet in diesem Kino nichts weiter statt, außer dass der Film ganz vielen anderen Leuten auch gezeigt wird. Wir haben so einen kleinen Tipp an euch. Nach der Vorstellung am besten verlasst ihr sofort euren Sitz, geht raus aus dem Kino und Richtung Heider Marktplatz, weil da ist der rote Teppich, da ist die Bühne und da wird auch schon gleich so ein bisschen Show sein. Die Stars des Films kommen dahin. Und vielleicht ein paar andere, die ihr kennt. Wunderbar, viel Spaß beim Film und bis nachher! Mensch, Leute! Komm mal euer Handy aus! Mann, 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 Mann! So eine Scheiße hier! Das brauche ich gar nicht haben! Ist doch total behindert, mich im Kino anzurufen, dass ich scheiße kann! Ich nicht. Willkommen zur Premiere von Kartoffelsalat. Torge, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin der Torge, hi. Das ist der besondere Kinosaal, ne? Das ist der VIP-Kinosaal, denn alle, die ihr hier seid, habt uns geholfen bei unserem verrückten Projekt. Das wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Ich bin begeistert von dieser ganzen Leidenschaft, die hier an den Tag gelegt wurde. So ein Projekt von so klein auf so groß zu stellen, das habt ihr möglich gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt der absolute Hammer. Dankeschön, Applaus für euch.
ich bin natürlich auch, ich bin ja hier wegen der Party. Ich bin natürlich ganz stolz, da mitgewirkt zu haben, mitgeholfen zu haben und so. Auch ich bin nur ein kleines Licht, aber ich bin ganz stolz und ich finde toll, die Reaktion sind wahnsinnig, was ich auch da draußen erlebt habe. Das finde ich einzigartig, ich habe ja ein bisschen Filmerfahrung, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Sagen und euch viel Spaß beim Film zu wünschen. Ich habe ihn ja nicht abfilmen, das ist strafbar. Ich habe ihn ja selbst noch nicht gesehen. Ich sehe den leider erst um 19 Uhr. Oh, eine Runde mitteilen. Das ist eine gute Unterhaltung. Und ich nehme auf. Und Tim auch. Ja. Was? Hi. Du machst jetzt mit ihm ein Bild. Gelaufen, wie ich es eigentlich vorhatte. Und zwar wollte ich ja eigentlich nur in die Crew-Premiere rein. Ich bin halt jetzt, wie ihr mitbekommen hattet, schon vorher mit meiner Gastfamilie, wo ich hier, als die Dreharbeiten waren, untergekommen bin, bin ich mit denen ins Kino gegangen, in die Premiere, und die war halt vor der Crew-Premiere. Und während dann die Crew-Premiere war, wusste ich aber nicht, waren dann die ganzen Schauspieler auf dem roten Teppich, was ich ziemlich blöd fand, weil dann wäre ich nicht das zweite Mal ins Kino gegangen, um dann mit den ganzen Crewmitgliedern da das zu gucken, sondern hätte dann gesagt, ja komm, ist doch egal, ich habe den Film schon gesehen, dann gehe ich lieber zum roten Teppich und gucke mir da alles an. Ist alles blöd gelaufen und jetzt geht es mit Kopfschmerzen und totaler Übermüdung, weil ich ja schon ziemlich lange wach bin. Es ist jetzt 9 Uhr. Fahre ich jetzt zur Aftershow-Party. Hoffentlich finde ich die irgendwie. Aber ich trinke ja nichts, sonst werde ich nicht mit dem Auto fahren. Und da werde ich schon irgendwie einen Abend überstehen. Guten Morgen! Ja, es ist der Morgen nach der Aftershow-Party, nachdem jetzt wirklich endgültig alles vorbei ist. Ich sehe jetzt ziemlich mitgenommen aus, finde ich, weil ich diesmal vielleicht wirklich was geschlafen habe, aber ich habe jetzt wirklich gestern kaum was geschlafen und davor die Nacht auch nicht und lange wach und auf jeden Fall bin ich sehr müde immer noch. Ich fahre jetzt gerade von meiner Gastfamilie aus nach Hause, mache aber kurz noch einen Abstecher nach Wesselburen, weil ich da weiß, dass da eine Tankstelle ist. Dann schaue ich, glaube ich, einfach nochmal, weil da direkt die Schule ist, schaue ich da nochmal eben vorbei und also die Schule, wo gedreht worden ist, um das klarzustellen. Und ja, ich habe ganz viele Fotos noch gestern gemacht mit ein paar Leuten. Die habe ich alle oder stelle ich nach und nach auf Instagram und könnt ihr dann natürlich mal auschecken da. Ich heiße da madeofhoney_em. Und ja, wäre cool, wenn ihr da irgendwie auch mich folgen könnt.
und ja, auf jeden Fall hat es gestern ganz, ganz viel Spaß gemacht, noch mit den ganzen Leuten. Ich habe mit dem Florian noch ein bisschen geredet, also mit dem Florian Apelius, oder Apel, ich kann das nicht aussprechen, Apelius oder sowas. Schalten. Und ja, hab den dann nochmal zum Hotel nach Hause gebracht und so in meinem scheiß Auto. Mein Auto ist überhaupt nicht aufgeräumt, weil ich lebe ja in meinem Auto. Ey, es war so mega peinlich für mich. Entschuldigung, Florian, dass du in diesem abgeranzten Auto nach Hause kutschiert wurdest. Nee, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder geblitzt werde wie die letzten Male. Und ja, ich gehe jetzt erstmal tanken. Ich glaube, diese Straße wurde schon öfters geflickt. Oder ist es Kunst? Ich war jetzt gerade tanken und da war jemand aus Mönchengladbach. Nur mein Schild mit Mönchengladbach. Ich habe mich so gefreut. Ja, hier ist nochmal der wundervolle Eingang der Sporthalle. Und jetzt gehe ich nochmal. Hier sind aber ein paar Leute. Ich möchte jetzt auch nicht besonders stören. Ich wollte auch einfach mal gucken, jetzt mal so, wenn man die ganze Zeit da gearbeitet hat. Hier ist nochmal die Schule von außen. Ich gehe jetzt auch wieder zurück, weil ich möchte jetzt die ganzen Leute so, die da arbeiten, keine Ahnung, was die da machen. Ich glaube, die tragen Bänke von der Sporthalle nach da hinten, was auch immer. Auf jeden Fall, ja, wollte ich einfach nochmal hier so ein bisschen vorbeischauen, weil direkt hier, da hinten, ist die Tankstelle gewesen. Da dachte ich mir, komm, könnt ihr nochmal hier vorbeigucken. Naja. Und jetzt heißt es nach Hause. Oh, ich bin erst voll spät zu Hause. Boah, krass. Scheiße. Ich muss ein bisschen Gas geben. Und meinen Sprit verbrauchen. Ja, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle sogar schon. Was bringt es, wenn ich zu Hause jetzt nochmal das gleiche laber wie jetzt gerade eben schon? Ja, hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, hier oben zu sein. Ich finde, man kann sich auch hier super erholen. So, ich sage immer, das ist Urlaub von sich selber irgendwie. Man ist hier oben ein ganz anderer Mensch, also für mich jetzt. Ich weiß auch nicht. Hier sind die ganzen Leute ziemlich viel anders und auch so die Umgebung ist halt sehr naturlastend. Und das ist, ja, also ich habe das Gefühl, ich habe hier auf jeden Fall auch während den Dreharbeiten sehr viel Erfahrung über mich selber, sage ich jetzt mal. Das hört sich echt komisch an. Ja, habe ich auf jeden Fall sehr viel Erfahrung machen können. Und ich habe das Gefühl, mich auch in der Zeit verändert zu haben. Und deswegen weiß ich auf jeden Fall, dass ich, wenn ich mal so kleinere Urlaube mache, auf jeden Fall wieder in den Norden kommen werde. Und meine Gastfamilie nerven werde. Nee, aber doch, hier oben ist es echt schön und schöne Atmosphäre. Die Premiere war echt super gestern. Die Leute natürlich wieder zu sehen. Ja. Somit verabschiede ich mich jetzt und fahre jetzt nach Hause. Tschüssi! Hier links kommt ihr nochmal zur Playlist von den Kartoffelsalat-Drehtagen-Vlogs. Und auf der rechten Seite seht ihr den Video Day 2014, wo ich als Reading Book Channel allerdings dabei war. Auch dieses Jahr werde ich auf dem Video Day dabei sein, und zwar in 2 Wochen. Und werde euch natürlich dann auch mitnehmen. Also seid gespannt auf das Video Day 2015 Video. Bis dahin, tschüss!